Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir The Shore VR. Und das ist ein Open-World-Abenteuer mit interessanter Umgebung. Und wir werden einfach so ins kalte Wasser geworfen. Wir starten einfach mitten im Spiel ohne irgendwelche Erklärungen. Wir müssen alles quasi selber erkunden. Ich spiele das Spiel mit der Valve Index Brille. Ihr könnt das aber auch mit jeder anderen Steam VR Brille zocken, auch natürlich mit der Quest und Quest 2 via Oculus Link. Alle Infos zum Spiel, Preis, Release, Plattform und Spielposition findet ihr in der Beschreibung. Danke an meine Sponsoren Vodkos VR, Opperman Events, Virtual Escape, Slim Beats und JN Design Media. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! So Leute, willkommen im Spiel. Bin hier schon mal ein bisschen rumgelaufen. Das ist ein bisschen merkwürdig alles, weil man startet das Spiel und man wird einfach reingeworfen. Da gibt es weder irgendein Intro noch irgendetwas, was die Story erklärt oder wo man weiß, was zu tun ist. Ich weiß wirklich absolut gar nicht, um was es geht. Hab ein bisschen Krempel eingesammelt und ja, vielleicht muss man das halt so selber erkunden, schätze ich mal. So, also wie man sieht, sieht das eigentlich ganz gut aus. Allerdings muss ich dazu sagen, ich musste die Grafik ganz, ganz runterstellen, weil das ist wirklich, das hat große Performance-Probleme, das Spiel. Das sieht man jetzt auch noch ein bisschen vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr es im Video seht, aber ich sehe es in der VR-Brille. Also ihr wisst ja, ich habe eine RTX 3090 und ein 10900K-CPU mit 64 GB RAM. So ziemlich einer der stärksten PCs und es ruckelt trotzdem. Naja. So, jetzt haben wir ein ganz komisches Inventarsystem. Also wir müssen mit der Grip-Taste alles bedienen und das ist hier irgendwo an der Seite. Man sieht es gar nicht richtig. Irgendwo ist hier das Journal, da sieht man, man muss genau den Punkt treffen und ja, das ist halt unser Questbuch, aber da ist anscheinend nichts drin, man kann das zumindest nicht öffnen oder sonst irgendwas damit machen, wird auch nicht erklärt, nur dass man das da in die Hand nehmen kann und auf der anderen Seite haben wir halt unser Inventar und da haben wir halt hier diese ganzen Sachen und das hier sieht mir, die Sachen habe ich schon eingesammelt und das sieht für mich fast so aus, ne, doch nicht. Als wenn man das... Ah, jetzt... jetzt gibt es hier schon das nächste Problem. Ich kann das Ding nicht mehr loslassen. Also, definitiv, dieses Spiel hat noch sehr, sehr viele Probleme. So. Man muss das auch genau treffen, alles. Also... Ah, okay, okay. Das sieht gut aus. Das heißt, wir brauchen noch so einen Stein hier. Man muss sich das alles wirklich selber erklären. Oder selber beibringen. Den habe ich durch Zufall gefunden. Also ich habe jetzt die Grafik auf ganz low gestellt. Sieht tatsächlich noch ganz passabel aus, aber es läuft immer noch relativ schlecht. Wir können auch auf Teleport stellen. Wir können auch Smooth Turn. Also ich habe jetzt hier Snap Turn, dass man sich so in Stufen drehen kann. Das ist... Boah, hier ist richtig Performance-Probleme. Jetzt muss ich gerade gucken, wie das bei euch im Video aussieht. Ich glaube, ja, ruckelt auch, ne? Wahnsinn. Puh. Da muss aber noch ein bisschen geschraubt werden. An diesem Boot, da bin ich übrigens gestartet. Und wir gehen jetzt mal zu diesem Haus da. Da war ich nämlich noch nicht. Na, 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 na. Also ich mag ja solche Spiele, wo man so eine Open World hat, wo man überall rumlaufen kann, wo man ein bisschen rätseln kann und so. Ist eigentlich ganz cool. Nur halt, ja, hier müsste ein bisschen was noch gefixt werden. Die Steuerung ein bisschen, die zum Beispiel, dass man im Menü diese Sachen mit dem Laserpointer mit der Grip-Taste auswählen muss. Das ist ein bisschen merkwürdig. Was ist das denn für ein Ding hier? Kommen wir hier hoch? Nee. Wie kommen wir denn an das Haus? Mist, ich war vorhin schon einmal kurz da. Ich glaube, wir müssen andersrum gehen. Wir müssen andersrum gehen. Dann gehen wir mal hier lang. Mir ist tatsächlich ein bisschen schlecht, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Weil das halt so...
so eine schlechte Framerate hat, ja. Und wird tatsächlich schlecht davon. Da habe ich auch irgendwas eingesammelt. So eine kleine Kugel. Und hier am Wasser auch. Und da kam da war tatsächlich so ein kleiner Jumpscare sogar, ey. Verrückt. Hätte ich gar nicht mehr im Spiel erwartet. Guck mal, da ist auch irgendwas. Was ist das denn? Das kann man nicht aufheben. Also wenn man was aufheben kann, dann vibriert der Controller und dann kann man die Grip-Taste drücken. Guck mal, da gucken wir jetzt mal. Gucken, was da ist. Och, nö, ernsthaft? Kommt man hier auch nicht lang? Ja, man kann halt nicht springen, ne? Es gibt ja auch eine Non-VR-Version von dem Spiel. Die habe ich allerdings nicht gezockt. Also das ist wirklich das erste Mal, dass ich das Spiel jetzt zocke. So, also von da bin ich gekommen. Und jetzt gucken wir mal hier. Hier war ich jetzt auch noch nicht drin. Gucken, was hier abgeht. Hallo! Bisschen eingefroren, hm? Was geht denn hier ab? Wir müssen irgendwo diese zweite Kugel finden für dieses eine Ding. Ah, vielleicht erfahren wir jetzt ein bisschen was. The void is coming for us all. It needs three idols, but what for? Ah, diese Dinger da. Okay. Hier lernen wir jetzt zum ersten Mal ein bisschen was. Genau, so eine Kreatur, die an der Küste, das Riesenvieh habe ich sogar schon gesehen. Der Leuchtturm ist verhext. Verflucht quasi. Eine große Säule im See. Wir haben das Zeitgefühl verloren, keine Flucht. Do not enter the sea. Es geht nicht ins Meer, es gehört ihnen. Ah, wir müssen also Sachen sammeln. Auf jeden Fall müssen wir Sachen sammeln. Interessant. We are here. Ah, guck mal, da sind wir. Aha. Something made us lose control. Das ist ja echt abgefahren, ne? Irgendwie hat das auch was, ne? Dass man nicht alles direkt am Anfang erklärt kriegt, sondern dass man so ein bisschen hier selber gucken muss. Abgefahren. Kann man das... Nee, das kann man leider nicht mitnehmen. Brutal. Na. Hä? Oh, da... Gott. Jetzt, die Steuerung macht mich wahnsinnig, wirklich. So, jetzt. Ist unglaublich, wirklich. Vielleicht muss ich das auch irgendwo jetzt hier reintun, aber eigentlich muss ich das hinter mich werfen. Funktioniert, aber es ist wirklich der absolute Hammer. Jetzt ist es wahrscheinlich weggeglitscht, oder? Das ist wahrscheinlich irgendwo unter den Teppich geglitscht, die Münze. Oh mein Gott. Naja. Machst du nix. Dann machst du nix. Ich sehe es jetzt gerade nicht mehr. Ich hoffe, man braucht das nicht. Hey, guck mal. Das Ding habe ich schon gesehen irgendwo. Und hier unten den Text, den sehe ich jetzt mit der VR-Brille nicht. Da muss ich die so ein bisschen nach unten drücken, damit ich das lesen kann. Nee, kann ich nicht lesen. Das ist halt wirklich sehr, sehr schlecht gelungen. Ah, seht ihr? Jetzt habe ich dich erwischt. Hier ist er nämlich reingeglitscht in den Teppich. Und das heißt, die Münze liegt jetzt hier auch irgendwo. Das hat jetzt geklappt. Das konnte ich da reintun. Aber das funktioniert halt nicht immer. Also die Steuerung ist wirklich mies.
Short Blue. Ah, wie, hier habt ihr Kreaturen gesehen. Oh, schwer zu lesen hier. Also er redet hier über diese Kreaturen. Hart. Geht also um deine Statue. Kann ich das in mein Journal zu? Mann, das glitscht hier alles rum, unglaublich. Also ich weiß absolut immer noch nicht, für was dieses Journal hier gut sein soll. Man kann das weder öffnen noch sonst irgendwas. Ah, und jetzt ist auch die Hand falsch rum. Ach Leute, also das, da kann man noch ein paar Updates warten, würde ich sagen. Ich meine, im Ansatz ist das ja schon geil, ne? Aber ja. Keine Ahnung, vielleicht braucht man diese Münzen auch nicht, aber irgendwie glaube ich schon, ne? Sonst könnte man die ja nicht aufheben. Ich leg die mal. Ja, die eine ist natürlich jetzt hier irgendwo in dem Teppich. Die müsste man jetzt in Feinarbeit suchen. Wow, wie hoch ist dieser Turm? Ah gut, ich meine, es ist ein Leucht. Da ist die andere Statue. Hier sind 1000 Münzen. Kann ich aber nicht alle mitnehmen. Hier passieren sehr merkwürdige Dinge. Dunkelheit ist über alle gekommen. Ruckelt das. Alter Kreisverwalter. Woo! Boah, wird einem schlecht, ey. Schnell wieder rein. Ja, also ist schon geil hier zu stehen, ne? Das muss man schon ganz ehrlich sagen, aber man muss ruhig stehen, weil man, wenn man sich bewegt, dann wird einem schlecht, weil man hat nur ein paar Bilder pro Sekunde. Ui. Those die riechen eklig. Riechen nach Alkohol. Nichts, was von Interesse wäre, schätze ich mal. Da ist noch eine Münze und meine Hand ist immer noch verdreht. Einmal kurz verrenkt, würde ich sagen. Ja, ich denke mal, dass man hier dann später irgendwas noch machen muss, ne? Also wir müssen auf jeden Fall unten irgendwie so diese Kugel da finden noch. Allen möglichen Krempel. Was geht denn hier? Hier ist noch irgendwas. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah! Okay, jetzt bin ich ins Menü gegangen. Das kann ich euch bei der Gelegenheit auch mal zeigen. ja, hier kann man halt, hier sieht man das Tutorial. Ach, guck mal, jetzt haben wir auf einmal so ein Ding hier. Auch interessant. So, und hier haben wir Settings, ne? Ach, okay, der hat das gar nicht gespeichert. Also hier in dem Menü wird auch gar nichts gespeichert, das ist das Interessante. Also die kannst du die Grafik stellen, wie du willst, die bleibt halt immer so. Hier könnt ihr dann Teleport, Smooth Snap und nochmal Reset machen. Ja, und könnt ihr wieder auf B drücken und dann geht's wieder weiter. Ich wollte jetzt aber eigentlich mal gucken, wie man im Menü hin und her schalten. Ja, das ist irgendwie nicht möglich.
Also es ist auf jeden Fall muss hier, es muss erstens mehr erklärt werden und zweitens muss die Steuerung viel intuitiver sein. Performance auch. Ja, wie auch immer, das ist alles ganz cool hier so, aber in dem Zustand geht das halt einfach noch nicht, ne? Kann ich euch auf gar keinen Fall empfehlen. Schauen wir aber mal, das ist auf jeden Fall ein Kandidat für VR Revisited, weil solche Spiele mag ich eigentlich. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. The Shore VR, Leute. Ja, also in der derzeitigen Fassung kann ich euch das absolut gar nicht empfehlen. Also erstens die Performance-Probleme. Was heißt Performance-Probleme? Du kannst ja nicht mal auf Low stellen, weil er es einfach nicht speichert. Trotzdem auf High würde ich trotzdem auf meinem Rechner erwarten, dass es gut läuft, aber nicht annähernd läuft es gut. Aber das Schlimmste ist tatsächlich die Steuerung. Die ist ganz furchtbar und die glitscht es auch. Ihr habt ja gesehen, das glitscht dann manchmal irgendwo durch die Gegend. Dann die Hand dreht sich irgendwie rum, weiß der Geier warum. Die Menüsteuerung ist furchtbar. Manchmal hat man die Sachen in der Hand und weiß nicht, sind die jetzt im Rucksack, sind die nicht im Rucksack. Das Journal, wie kann man das öffnen? Manchmal geht es auf, manchmal nicht. Ganz, ganz komisch. Wie wechselt man die Inventarseiten? Das ist alles nicht intuitiv und hat mit VR relativ wenig zu tun, leider. Also da kann ich euch absolut keine Kaufempfehlung geben. Aber das ist definitiv ein Kandidat, wie gesagt, für VR Revisited. Würde ich in einem Jahr nochmal versuchen, wenn ein paar Updates kommen und all so ein Zeug. Und dann schauen wir uns das nochmal an. 18,99 definitiv zu viel für diesen Zustand. Schade. Aber an sich die Idee und das Spiel, das ist schön, sowas mag ich. Und ja, schauen wir mal. Aber ein bisschen vorsichtig, es sei denn, ihr euch ist das alles wurscht, aber kann ich mir nicht vorstellen. Trotzdem danke fürs Zuschauen, gebt mir bitte einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein, ciao. Voodoo.de